Alles wächst und grünt und blüht und macht im Herbst und besonders hier natürlich auch die Brennnessel. Und die haben jetzt ihren großen Auftritt. Ich habe das irgendwann mal bei den Jungs von Aquadictive gesehen, dass Brennnesseln wohl unheimlich gut sind, um Mücken anzulocken, ihre Eier abzulegen. Ich habe gedacht, ich teste das mal. Habe also zwei Eimer. Der rechte, da sind unten noch Reste von grünen normalen Brennnesseln drin. Der linke Eimer ohne. Und gehe jetzt einfach mal mit meinem Netz hier durch. Chups, relativ schnell. Und was seht ihr? Ja, da ist einiges drin. Machen wir mal noch hier. Reste der Brennnessel und dann kommt das Ganze schon mal hier rein. Und jetzt schauen wir nebendran. Zweiter Eimer, selber Schwung. Ups. Nix oder fast nix. Also hochinteressant, tatsächlich ist es so, das habe ich jetzt schon mehrfach ausprobiert, dass da in dem Eimer, wo die Brennnesseln drin sind, die Stechmücken vermehrt ihre Eier ablegen. Ja, wunderbar. Dann gehen wir einfach nochmal so mit einem kleinen Blick hier durch den Garten. Da habe ich für nächstes Jahr was geplant. Ja, ich habe seit Ewigkeiten schon so eine Zinnwanne rumstehen, aber die hatte immer nur Sonnenblitze. Und jetzt habe ich hier so einen kleinen Platz. Ihr seht da hinten meine Artemia-Zucht. Dann ist nochmal eine Tonne mit Wasser, wo auch wieder Mückenlarven drin sind. Und hier hat jetzt dann für nächstes Jahr mein kleines Freiwasserbiotop hier seinen Platz gefunden. Ein bisschen was an Schwimmpflanzen ist schon drin, aber das wird normal den Winter nicht überleben. Ach, machen wir einfach noch mal eine kleine Runde hier in abgelegt zu den Artemien und ihr seht hier, klar, es spiegelkräftig. Und wenn ich jetzt noch den Fokus hinkriege, gucken wir mal, ob die Kamera das bringt. Ja, nicht wirklich. Ihr könnt erahnen, ja, relativ große, kräftige Tiere. Jetzt habe ich sie, jawohl. Mit Eipaketen, ja, manche sind schon im Paarungs-Doppelschwimmen. Also, das geht richtig gut. Ich hole hier fast jeden Tag ein Netz raus und fütter wieder, wie ich das schon oft gezeigt habe, hier mit einem Spirulina und das Weiße ist Trockenhefe-Mix. Da kommt jeden Tag ein Schwung rein und die vermehren sich prächtig. Also ich zeige euch mal, wie viel man da jeden Tag rausholen kann. Ne? Einmal durch, tschups, und dann so einen Schwung. Ja? Da kriegen alle was ab bei mir und das ist wirklich eine Dauerfutterquelle. Einfachst zu halten. Ich habe hier auch vielleicht Salz, keine 10 Gramm drin. Wahrscheinlich weit weniger, regnet immer wieder auch voll. Das Ganze jetzt interessiert die Artemia auch nicht wirklich, wie viel Salzgehalt da drin ist. Ja, ich habe also da die Erfahrung gemacht, dass das eine relativ untergeordnete Rolle spielt. So, und dann gucken wir mal noch, ob hier was ist. Aber aktuell habe ich da relativ wenig. Ja, ihr seht, da ist eigentlich gar nichts drin. Gut. Okay, dann würde ich euch noch kurz ins Becken mitnehmen, zeigen, wie ich die reinschmeiße. Und die Tiere haben natürlich richtig Spaß dabei. So, zuerst kommen die Neolampologus similis, die Schneckenbuntbarsche. Und die kriegen dann hier so zwei kleine Portionen. Und gehen da natürlich auch super gern ran, das ist ja klar. Ich meine, zappelt, wackelt, da sind die natürlich heiß und haben da richtig Spaß dran. Ja, und dann sieht man auch nochmal Chipsy, ja. Die Jungen sind ganz gut schon rangewachsen, da, die sind auch neugierig. Da sind die Artemien noch ein bisschen groß, aber die Reste, die so aus den Kiemen spalten, ja, rausgedrückt werden, sind perfekt für die Kleinen. Ja, da muss ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel zufüttern. Also das klappt hervorragend hier. Ja, und dann einen kleinen Blick gönne ich euch in
Das neue Projekt. Aber alles Weitere gibt es natürlich in extra Videos. Gucken wir nochmal unten bei den Skalaren, wie die sich so ja, mit dem Futter machen. Das sehen wir uns gleich. Und die wissen natürlich schon ganz genau, wenn der Papa kommt, gibt es auch meistens Futter. Also, dann mal ran, Jungs. Hopp, hopp, hopp. Und da beginnt das große Fressen. Ja, sind schön gewachsen und ich bin tatsächlich so ein bisschen am Überlegen, ob ich die Gruppe nicht abgebe. Ja, die sind doch auch für 430 Liter doch relativ groß und lebendig und bringen sehr viel Unruhe hier rein. Ja, also hier mein Trifascia da hat nichts zu melden und auch so die anderen sind doch relativ, ja, so eher in der zweiten Reihe oder dritte Reihe. Na, schauen wir mal. Wenn also von euch jemand Lust hat an, ich glaube, es sind 13 Stück, die ich mir hier zurückbehalten habe. Die haben jetzt auch schon fast die Größe der Elterntiere. Kann man fast nicht mehr unterscheiden. Da sieht man noch das Weibchen, ja. Also, da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Meine Beilbäuche, die möchte ich auch noch mal ein bisschen ja, von der Anzahl her noch mal was dazusetzen, nachdem mir die Katze da 6, 7 Stück rausgeklaut hat. Wäre es schön, wenn da noch was nachkommt. Und dann doch eher ein bisschen kleinere Zwergbuntbarsche, ja, meine Lieblinge, Apistogramma-Richtung oder mal wieder die Crossus. Schauen wir mal. Aber das sind so Überlegungen, Gedanken, das ist alles noch nicht so richtig spruchreif. Hey, Dankeschön fürs Zuschauen und sehen uns im nächsten Video.